Willkommen zurück zu Die Kunst des Mordens, Karten des Schicksals. Wir sind ja hier jetzt mittlerweile in Louisiana, weil uns die Hinweise des Mörders und das Telefonat und so weiter hierher geführt haben. Hier im Sheriffbüro sind wir alleine, werden wahrscheinlich auch eine Weile alleine sein. Jedenfalls haben wir hier noch die Vitrine, mit der wir agieren können, aber jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht. Und ich bin auch ehrlich gesagt ein wenig ratlos, was jetzt machen könnte. Ich guck mal, ob ich mit der Mama Morton reden kann. Scheinbar ja. Ich würde mir gerne diesen Dampfer ansehen. Ist er schön? Hängt davon ab, was Sie mögen. Es ist eigentlich nur ein großes Wrack, das im Dunkeln leuchtet. Können Sie mich dorthin bringen? Ich gehe dort nicht hin. Ich habe andere Pläne. Können Sie mir dann einfach das Boot vermieten? Oh nein, nein, nein! Kommt nicht in Frage. Sind Sie sicher? Ich werde Sie dafür bezahlen. Sie sind ganz schön aufdringlich, was? Sie wollen mir wohl den Tag ruinieren. Wo bekomme ich dann ein Boot her? Nirgendwoher. Haben Sie hier andere Boote gesehen? Naja, das da hinten. Ich bin vom FBI. Ich beschlagnahme das Boot. Ich werde es heute Abend zurückbringen. Ja, soll das FBI es doch nehmen. Ist eh kaputt. Aber Sie haben mir doch erzählt, Sie hätten jemanden mit diesem Boot zur Hütte gebracht. Dieses? Sie haben mich missverstanden. Ich lasse niemals jemanden auf das Boot, weil ich nicht ins Kittchen will. Was stimmt damit nicht? Das Ruder reagiert langsam. Ich bin schwer genug, dass sich das Boot dreht, wenn ich mich auf eine Seite lehne. Sie würde es an irgendwelchen Wurzeln aufspießen. Würden Sie mit so einem Boot losfahren? Nein. Ich lasse nicht zu, dass Sie Selbstmord begehen. Wenn Sie mich verhaften wollen, verhaften Sie mich. Aber ich will Sie nicht auf meinem Gewissen haben. Auf Wiedersehen. Tschüss. Boah, wie ich gerade gehofft habe, dass ihr das nicht gesehen habt. Dass alle Leute hier nicht mit uns zusammenarbeiten wollen. Nun ja, zumindest die, die ich hier sehen kann. Aber warum? Wenn ihr euch fragt, gerade was ich gehofft habe, dass ihr das nicht seht, es kam gerade so ein kleines Fensterchen. Hören Sie, wo haben Sie die Ermittlungsunterlagen hingelegt? Die mit dem Mörderprofil? Nirgendwohin. Sie haben sie aus dem Auto mitgenommen. Erinnern Sie sich? Bei der Bar unterwegs? Sie wollten mir zeigen... Sind Sie sicher, dass Sie sie nicht mitgenommen haben? Bin ich. Verdammt! Wir müssen zurück und sie holen. Ich werde sofort dort anrufen. Erinnert sich der Sheriff an irgendetwas? Nicht wirklich. Also, kommen Sie mit, um die Unterlagen zu holen? Wissen Sie, ich habe noch ein anderes Puzzleteil. Einen Dampfer, ein paar Meilen flussaufwärts. Einen Dampfer? Und einen Fremden, der sich dort aufhält. Kennen Sie seinen Namen? Fragen Sie den Sheriff. Vielleicht weiß er doch, was in dieser verschlafenen Stadt vorgeht. Reden Sie mit ihm. Ich muss gehen. Nein, ich fahre zum Dampfer. Sagen Sie dem Sheriff, er soll Sie mit dem Geländewagen dorthin bringen, wenn Sie zurück sind. Gehen Sie dort nicht alleine hin. Das ist vielleicht der Killer. Oder ein Opfer. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. Bitte. Ich bin in einer Stunde zurück. Ich passe auf. Ich rufe Sie an. Also ich würde eher sagen, dass es ein Opfer ist, weil sonst lenkt der Killer ja einen voll auf seine Fährte. Klar, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel und wahrscheinlich steht er voll drauf, aber trotzdem. Normalerweise hat er immer nur Hinweise gegeben zu den Opfern. Diese Frau will mir nicht das Boot vermieten. Das ist Mama. Mich lässt sie auch nicht. Meine eigene Schwester. Warum? Sie mag die Geister nicht. Lässt mich nicht mit ihnen herumhängen. Zu schade. Gut, ich werde mal in der Stadt herumfragen. Warten Sie, warten Sie. Aaron denkt sich etwas aus. Haha, Treffer! Hä? Ich habe sie gesehen. Zum Sheriff rein und wieder raus. Hin und zurück. Und? Das schafft nicht jeder. Wenn ich reingehe, komme ich vor dem nächsten Tag nicht wieder raus. Ich meine, er hat nichts gegen Sie oder umgedreht. Wovon reden Sie überhaupt? Sie werden das Eis bei Mama nicht brechen.
Und ich. Ja, jetzt kommt das mit dem Mojo. Sie werden mir das Boot reparieren? Zuerst holen Sie mein Mojo vom Sheriff. Abgemacht. Mojo zuerst. Denken Sie daran. Wie sieht dieses Mojo aus? Es ist eine kleine Tasche. Mit einem Faden zugebunden. Sie werden schon sehen. Sehen Sie in einer ledernen Indianertasche nach. Bis dann. Achten Sie auf die Geister. Kreuzen Sie nicht deren Pfad. Ja, und welche Tasche es sich dabei handelt, das wissen wir ja schon. Das ist die in der Vitrine. Mir gefällt es nicht, dass es gerade leckt, obwohl mehr als genügend Speicherplatz vorhanden ist. Ich hoffe, das regelt sich noch im Laufe des Parts oder ab dem nächsten. So, dann gucke ich mal, ob ich jetzt was damit machen kann. Ah, jetzt geht's natürlich. Der Schrank ist abgeschlossen. Ah, nee, warte mal. Ich habe ja... Ich dachte jetzt die Nadel jetzt, die Dings da drinne. Muss ich jetzt hin... Da wird nichts passieren. Das passt nicht. Hä? Ich kann hinter dem Glas eine Tasche sehen. Ja, das ist schön und gut, aber... Warum konnte ich denn jetzt die Nadel nehmen? Oh. Das spiralförmige Rohr war obendrauf. Ich frage Aaron. Vielleicht braucht er es. Eine kleine, mit einem Faden zugebundene Tasche. Ist das wirklich das Mojo? Ist sonst noch was? Okay. Okay. Klar, lass es einfach mal dort alles stehen. Glasscheibe, tu sie wieder da drauf. Sonst denkt er ja sich sonst was. Ja, geh ganz langsam. Klar, wir haben alle Zeit der Welt. Jetzt haben wir wenigstens dein Mojo und noch so eine Kupferspirale oder sowas. Ihr Mojo, bitteschön. Viel besser. Viel besser mit meinem Mojo. Freut mich zu hören. Sie gehen dorthin. Was ist mit Ihnen? Ich habe heute sowieso keine Chance. Wenn sie sinkt, aber das ist eine andere Geschichte... Werden Sie mir ein Boot reparieren? Tun Sie etwas für mich. Ich habe hier wunderschöne Hühnchen, direkt aus dem Laden. Erzählen Sie nur nichts dem Sheriff. Aber klar. Ich habe dieses Rohr in der Tasche gefunden. Nicht mein Mojo, ganz sicher nicht. Aber gut, dass Sie es hergebracht haben. Wozu benutzen Sie es? Benutzen, genau. Gehört zu meiner Ausrüstung. Richten Sie ein Labor ein? Die Geister haben mir erzählt, dass zu viele Früchte verschwendet werden. Ganze Kisten werden weggeworfen. Was für eine schreckliche Verschwendung. Genau. Man könnte es gären lassen und dann destillieren. Wissen Sie was? Nehmen Sie es mit zur Hütte, wenn Sie dorthin gehen, ja? Schön. Okay, was soll ich mit so einem Teil denn dort bei der Hütte? Ich hatte gerade voll den Frosch im Hals. Was soll ich mit den Hühnchen anstellen? Nehmen Sie sie und verfüttern Sie sie an die Geister. Wissen Sie, wie man das macht? Nö, nicht wirklich. Dort, bei der Hütte brennt das Wasser. Blaue Flammen, das sind sie. Stellen Sie sich einfach dorthin, holen Sie Luft und rufen Sie. Sagen Sie ihnen, es ist von Aaron. Rufen Sie es dreimal und werfen Sie sie. Dreimal. Und dann sagen sie ihnen, dass ich hier keine Fremden will. Keine Fremden. Keine schicken Weißen in ihren eleganten Klamotten. Keine Anwälte. Die Geister werden mich beschützen. Ich werde ihn nicht aufgeben. Werde den Dampfer nicht aufgeben. Aaron, beruhige dich. Komm, komm, du wirst die Geister mit diesem Gerede nur langweilen. Bis dann, Aaron. Mögen die Geister sie schützen. Hat er jetzt das Boot repariert und kann ich damit jetzt fahren? Also eigentlich ist er ja nicht weggelaufen, ne? Ich gehe nicht rein. Ich will die Frau nicht verärgern. Weiß ich nicht, dann red noch mal mit...
Ja. Was ist mit ihm? Er steckt das schon weg. Er ist nur ein wenig ausgerastet, das ist alles. Aber lassen Sie uns an die Seite gehen, sonst beruhigt er sich nie. Armer Kerl. Er hätte es wissen sollen. Sie lassen ihn so zurück? Ach was, ich werde ihn nach Hause bringen. Er hat sich heute zu sehr aufgeregt. Den ganzen Abend ruiniert. Gut, dass ich heute Abend nicht singe. Zu schade, dass Ihr Boot kaputt ist. Um ehrlich zu sein, so schlimm ist es gar nicht. Also könnten Sie es mir nach all dem vermieten? Tun Sie mir einen Gefallen? Sicher. Ich habe diesem Typen versprochen, ihn abzuholen. Sie müssen das nur für mich übernehmen. Schön. Wie komme ich dorthin? Oh, das ist einfach. Fahren Sie zuerst nach Norden mit der Strömung, bis Sie einen großen Baum auf der rechten Seite sehen, der ins Wasser hängt. Schlagen Sie die Richtung ein. Dann sehen Sie eine kleine Insel mit Wildgänsen, die vor Ihnen wegfliegen werden. Kommen Sie mit? Natürlich. Sie fliegen immer in dieselbe Richtung, also folgen Sie ihnen. Dann kommt auf der linken Seite ein Kanal zwischen den Feldern und dann ein Mangrovenwald. Biegen Sie im Wald links ab, neben der Brücke, die herunterkommt. Dann einmal rechts und zweimal links. Können Sie sich das merken? Klar. Und dort finde ich dann die Hütte? Fast. Sie müssen nur unter einer Brücke durch. Aber dieses Mal ist es eine Zugbrücke und Sie müssen aufpassen. Hinter der Brücke ist eine Gabelung mit drei Armen. Nehmen Sie nicht die erste links, sondern die erste rechts. Können Sie sich das immer noch merken? Die erste rechts. Wenn Sie durcheinander kommen, ein paar Kerle angeln von Zeit zu Zeit am richtigen Flussarm. Aber ich weiß nicht, ob sie heute da sind. Und von da an geht es einfach geradeaus. Gott sei Dank. Ja, aber passen Sie auf, dass Sie nicht bis zum Ende des Sees fahren, wissen Sie? Den mit den Alligatoren, weil da eine Wurzel unter der Oberfläche ist und Sie einfach umkippen würden. Also, was mache ich dann? Auf der linken Seite gibt es einen zugewachsenen Kanal. Sie werden die unterschiedlichen Farben der Pflanzen bemerken. Wenn Sie sich allerdings nicht beeilen, kommen Sie in der Dämmerung dort an und sehen gar nichts. Wie lange braucht man dafür? Von hier aus ungefähr eine Stunde. Also liegt diese Hütte direkt hinter diesem See? Einen Steinwurf entfernt. Sie müssen nur an einer Stelle aufpassen, wo der Baum ins Wasser hängt. Als ich heute auf dem Rückweg war, kam ich kaum darunter durch. Und er ist sogar noch weiter abgesunken. Mann. Verlassen Sie dort um Himmels Willen auf keinen Fall das Boot. Drehen Sie besser um und biegen bei dieser Brücke der ersten nach links. Nein, ist schon in Ordnung. Ich werde das schon irgendwie schaffen. Gut, obwohl die andere Route ist fast genauso leicht. Wissen Sie, wie man lenkt? Der Hebel ist für das Ruder und das Gasgeben funktioniert wie im Auto. Und wagen Sie sich nicht in die Sümpfe. Es scheint nur so, als ob man mit diesem Boot überall hinkommen würde. Ich werde schon damit fertig. Also, wie viel? Wenn Sie ihn bis Einbruch der Nacht zurückbringen können, berechne ich Ihnen nur den Sprit. Dann bis heute Abend. Gehen Sie. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wie ich gerade hoffe, dass ich mir das nicht merken muss. Ich weiß nur noch nach der zweiten Brücke, drei Arme und die erste rechts. Und irgendwas mit Wildgänsen war am Anfang und einen umgekippten Baum und... Oh Gott, bitte, dass mich das nicht hätte merken müssen. Bitte nicht. Das Boot sieht ziemlich okay aus, aber ich muss das Ruder überprüfen. Jetzt muss das Ruder noch überprüfen. Nicht gut. Na toll. Das Ruder funktioniert nicht. Es ist nicht alles so hübsch da drin. Was ist das? Ah, das hat ein Loch. Deswegen.
Das hat ein Loch. Das wie flicke ich das jetzt? Vielleicht mit sowas. Großartig. Ich habe es geschafft, das Rohr zusammenzuflicken. Und jetzt? Ja, klar. Ja, aber warum? Das geht nicht. Ich hab's abgemacht. Ja, klar, aber... Das passt nicht. Was soll ich denn noch machen? Da wird nichts passieren. Das Rohr ist repariert. Ja, dann mach das doch wieder da dran. Das bleibt doch jetzt ab, ne? Ja, das bleibt ab. Verdammt. Wie gehst du jetzt da wieder drauf? Ja, klar. Das passt nicht. Ich hab noch nicht mal was ausprobiert. Da wird nichts passieren. Ja, ich wollte ja auch raus. Das geht nicht. Aber das funktioniert dann immer noch nicht, weil das Rohr ja jetzt ab ist. Ja, es war so klar. Das Rohr will nicht drauf. Ja, das hast du schon nicht gesagt. Nicht gut. Kiste? Ich hoffe, ich kann in dieser Kiste etwas Nützliches finden. Ah, okay. Hydrauliköl fehlt dann noch. Deswegen lässt sich das nicht ranmachen. Der Trichter ist zu groß. Der Trichter ist zu groß. Ja, was funktioniert denn hier mal? Das geht nicht. Das passt nicht. Der Trichter ist zu groß. Das geht nicht. Da wird nichts passieren. Oh, soll ich wissen, was... Das geht nicht. Was habe ich gemacht? Achso, ich habe das Hühnchen noch rausgeholt. Und steck das Hühnchen drauf. Da wird nichts passieren. Mann. Das passt nicht. Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Ja, ich weiß, dass das so... Ja, das weiß ich. Der Trichter ist zu groß. Das hast du schon mal gesagt. Aber ich weiß nicht, wie ich das kleiner machen soll. Und sonst haben wir ja bloß den Pier, das da, das... In der Kiste war ja nichts mehr, ne? Nee, da ist ja nichts mehr. Eine Pumpe, um das Boot zu betanken. Aber damit ist das ja, nicht gemeint. Klar. Oh Mann, oh. Ich hab's kaputt gemacht. Ah, nein, ich will nicht das Telefon. Das Telefon brauche ich hier irgendwie gar nicht. Also... Ich habe es zwar schon verwendet in Form von, sie hat automatisch jemanden angerufen, aber sonst konnte man ja immer noch mal wenigstens auch eine Person anrufen. Hier wird nichts sein. Was ich gebrauchen könnte. Die Tür ist abgeschlossen. Achso, der Schrank ist abgeschlossen. Hier ist aber sonst nichts. Nee. Komisch, komisch, komisch. Was mache ich denn jetzt? Dann geht das ja nur mit den Sachen, die ich bei mir habe. Das will ja nicht. Nicht so, wie ich es will, zumindest. Ja, ich habe hier sonst auch nichts übersehen. Die Flüssigkeit ist für Leitungen mit kleinem Durchmesser geeignet. Da wird nichts passieren. Ein kurzer Blechtrichter ja, mit großer Öffnung. Eine kleinere Öffnung. Wie machen wir das? Es geht das alles. Geht nicht. Es geht da wird alles, nichts passieren. Wenn man will. Das passt nicht. Dieser Gestank ist verdächtig.
Hefe so vergeben? Ein Röhrchen ist das. Ah, okay. Ja, klar. Das passt nicht. Was kann ich denn jetzt machen? Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? Das geht nicht. Das passt nicht. Da wird nichts passieren. Ja, klar. Da wird nichts passieren. Das passt nicht. Das geht nicht. Das passt nicht. Da wird nichts passieren. Ja, klar. Das geht nicht. Da wird nichts passieren. Das geht nicht. Das passt nicht. Ja, klar. Hä? Okay. Dann mach ich das da rein. Nicht. Und dann das da. Jetzt ist genug okay, Flüssigkeit im Steuersystem. Okay, dann mach das weg und das da wieder ran. Oh, darauf hätte man auch kommen sollen. Jetzt funktioniert das aber, ne? Ja, jetzt funktioniert das einwandfrei.